Youth Classics, das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, junge, außerordentlich talentierte Nachwuchskünstler aus der ganzen Welt in der klassischen Musik zu fördern. Obwohl erst 2011 ins Leben gerufen, ist Youth Classic bereits jetzt ein grosser Erfolg. Ich war am Gala-Konzert im Stadthaus Winterthur und habe den Präsidenten Remo Schellibaum getroffen. Herr Schellibaum, Sie sind Architekt in der Bau- und Facility-Management-Branche. Tätig sind Sie bei der Kultur, bei der Musik angelangt. Youth Classic, wie ist das zu Ihnen gekommen? Ich habe 2009 Philipp Draganov kennengelernt, heute künstlerischer Leiter in Youth Classic. Und ich habe schon immer Freude an Musik gehabt. Und ihm sein Einsatz, ihm sein Engagement für die jungen Künstler hat mich fasziniert. Und die Passion hat mich gepackt. Und ja, bin ich da voll mit dabei. Jetzt die Talente her, wie finden wir die? Die Talente werden rekrutiert in den verschiedenen Ländern und über Dozenten, die ja auch die Weiterbildungswochen dann meistens begleiten. Und über den Philipp Draganov wird das ausgewählt. Also das ist ja auf sehr hohem Niveau. Wie alt sind die Künstler eigentlich? Die Künstler, das fängt bei 12 Jahren und hört so Mitte 20, Ende 20 auf. Was sich ein Künstler erhoffen in dieser Förderung? Er kann erwarten, dass er Einzelunterricht intensiv bekommt. Ich sage mal, so ein bisschen salopp machen aus 95%, 98% gut. Das ist vielleicht ein laienhafter Ausdruck. Und er hat sicher die Chance und die Möglichkeit, vor grösserem Publikum können zu konzertieren und so Erfahrungen zu sammeln und das Lampenfieber oben runter zu bringen. Genau, die Möglichkeit werden Sie alle haben, auf sehr hohem Niveau, wie Sie gesagt haben. Ich danke Ihnen, dass wir hineinschauen durften. Danke, dass Sie gekommen sind, Anne Lieland. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es von Homegate TV Inside. Wenn Sie mal eine Sendung verpasst haben, können Sie die im Internet nachschauen unter homegate.tv. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen eine gewohnt schöne Woche. Auf Wiedersehen miteinander. Hairstyling unserer Moderatoren von Kuhn Intercoiffeur.